Liebe Frauen, dieses Video ist einzig und allein für euch. Liebe Männer, bitte schaltet aus. Außer ihr wollt wissen, wie eure zukünftige Konkurrenz aussieht. So, und damit, liebe Frauen, und damit spreche ich heute wirklich ausnahmsweise nur euch an. Ausnahmsweise, ausnahmslos nur euch. Warum? Liebe Frauen, liebe Damen, liebe Mütter, liebe weibliche Wesen, ihr seid großartig und ich verbeuge mich vor euch. Ihr seid wirklich großartig. Und das ist kein Dahergeplappere, es ist längst wissenschaftlich erwiesen. Es gibt ja viele, viele Intelligenzien oder Intelligenzarten, die ein einzelner Mensch hat. Und tatsächlich haben Frauen ausgeprägtere Intelligenzien. Insofern, also Kompliment an euch. Warum richte ich mich heute mit dieser Botschaft so deutlich an euch? Weil meine Kernbotschaft lautet, der Markt hat Sehnsucht nach Frauen. Und das ist erwiesen, auch das kann ich belegen. Der Markt, gerade der Markt, der, und das ist ja der Markt, den ich gerne betreue und bestücke und mir angucke, der Markt der Botschafter, der Coaches, Trainer, Berater, Speaker, der Markt derer, die auf der Bühne stehen, die ihre Geschichte erzählen, auch Menschen, die nicht auf der Bühne stehen, aber dennoch vielleicht ihre Geschichte mit einem Produkt, mit einem Network-Marketing-Produkt oder wie auch immer teilen. Der Markt hat Sehnsucht nach euch. Dummerweise ist es aber nicht so, dass das ausgeglichen ist. Wenn du heute guckst, wie die Welt aussieht, dann sind in der Regel immer noch wesentlich mehr Männer sichtbar. Und ich will ein bisschen erklären, woran das liegt und hoffe damit auch Lösung zu finden. Wir wissen alle, liebe Frauen, liebe Mütter, ihr habt natürlich auch viel, viel mehr zu tun. Das ist mir vollkommen klar. Ihr seid in der Regel die, die die Kinder auf die Welt bringen. Nicht nur in der Regel, vor allen Dingen auch die, die die ein bisschen besser, glaube ich, betreuen, als wir Väter das tun. Mama ist eben Mama und nicht Papa. Und ich weiß das von meiner eigenen Frau, wie schwierig das ist, wenn du einerseits einen Auftrag hast und gleichzeitig ein krankes Kind zu Hause. Und egal, wofür du dich entscheidest, es ist die Hölle. Dein krankes Kind zu Hause zu lassen, allein zu Hause zu lassen, oder zumindest eben nicht mit dir zu Hause zu lassen, ist ein Riesentrauma fürs Kind und auch logischerweise für dein eigenes Herz. Den Auftrag abzusagen, ist auch ein Riesentrauma für dein Herz, oftmals auch für deinen Geldbeutel und nicht zuletzt auch für deinen Ruf, eben einen Termin nicht eingehalten zu haben. Und ich weiß, biologisch gesehen seid ihr, naja, wie wollen wir es nennen? Einerseits das große Wunder dieser Erde. Ihr bringt ja immerhin unsere Kinder, unseren Nachwuchs auf die Welt. Aber natürlich, wenn man das so sagen will, das Wort gefällt mir nicht, aber das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn du so sehr gebunden bist. Da kann ich leider, Schrägstrich, Gott sei Dank, nichts dran ändern. Aber woran ich was ändern kann, ist an dem Mindset, das ihr, liebe großartigen Frauen, habt oder haben solltet. Denn ihr seid wirklich großartig. Aber es gibt ja diesen Mythos und diese Legende, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber es gibt ja diesen Mythos von einer Stellenausschreibung, wo also tatsächlich eben 5 Dinge verlangt werden. Und eine Frau sieht die Stellenausschreibung, merkt, dass sie von den 5 Dingen eigentlich so richtig nur 4 erfüllen könnte und bewirbt sich aufgrund dessen nicht. So, ein Mann dagegen, heißt so schön, sieht, dass er die 5 Dinge erfüllen sollte, kann davon vielleicht nur 2 und bewirbt sich. So, und wer kriegt logischerweise den Job? Natürlich der Mann. Nicht, weil er besser ist, sondern weil er sich beworben hat, weil er sichtbar war, während Frauen, die oft viel, viel perfektionistischer sind, oft viel, viel anspruchsvoller an sich und an ihr eigenes Wort sind, was für eine Gnade und Güte, kriegen den Job eben nicht, weil sie gar nicht hingehen. Und das würde ich ganz gern rausrupfen wollen aus euren Gehirnen. Würde ganz gern sagen wollen, dass das so nicht sein darf, weil, wohlgemerkt, 4 Dinge im Vergleich zu 3 oder 2 Dinge, ihr seid ja großartig. Und lasst euch doch bitte in Zukunft nicht mehr die Butter vom Brot runternehmen. Ich habe tatsächlich, wenn ich Aufträge verloren habe auf den Bühnen, dann habe ich die, sofern es überhaupt jemand gab, tatsächlich gegen Frauen verloren. Weil ganz viele, und bitte, ich meine das sehr, sehr liebevoll, auch wenn sich das jetzt recht blöd anhört, ganz viele Auftraggeber haben zu mir gesagt, Mensch, Scherer, Sie sind ein Mann.
wahrscheinlich der 9. oder 10. auf der Bühne. Und wahrscheinlich werden sie in der Regel, wie alle männlichen Wesen, einen dunklen Anzug tragen mit einem hellen Hemd. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da würde eine Frau auf die Bühne kommen. Stellen Sie sich weiter vor, die Frau hätte vielleicht keinen Hosenanzug an, sondern vielleicht sogar ein Kleid oder Rock und vielleicht gerade nicht in dunkelblau oder grau, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen farbenfroh. Das wäre ja schon die Sensation. Und das ist wirklich so. Das ist das, was wir häufig brauchen. Diesen Unterschied, dieses andere, dieses neben eurer Kompetenz, neben eurer Intelligenz. Sorry, das mag verrückt klingen. Aber auch diese weibliche Schönheit, die auch auf die Bühne und auf die Bühnen dieser Welt gehört. Drum, liebe Frauen, nehmt euch ein Herz, nehmt euch ein Herz. Ihr seid großartig, eure Leistung ist großartig, eure Kompetenz ist besser, als ihr es selbst wahrnehmt. Das müssen wir manchmal nochmal extra betonen. Also eigentlich muss jetzt hier ein Buzzer reinkommen. Du bist gut, du bist richtig gut, du bist gut genug, ja, du bist sowas von gut genug. Das darf an dieser Stelle nochmal erwähnt werden. Liebe Männer, falls ihr bis jetzt zugehört habt, zieht euch warm an, zieht euch richtig warm an, denn jetzt kommt der Schwall, der euch bald überrollen wird. Bin ich froh, dass ich schon fast im Rentenalter bin. In diesem Sinne, liebe Ladies, liebe Frauen, liebe Damen, liebe Mütter, ihr seid großartig, mein Herz für euch.